Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem Neuanfang von Let's Play Pokémon Schild. Ja, wie ihr seht, muss ich leider neu anfangen. Folgende Gründe hatte das. Ihr habt ja gemerkt, in Folge 5, glaube ich, war das, wo die Folge abgebrochen ist. Zwischendurch ohne Bild. Ich weiß nicht, woran es liegt tatsächlich. Damals dachte ich mir, jetzt wäre die Festplatte. Jetzt habe ich tatsächlich gestern nochmal neu aufgenommen. Wieder drei, vier Folgen habe ich aufgenommen. Und irgendwo Mitte der, oder Anfang der dritten Folge, glaube ich, ist mir auch wieder die Aufnahme abgegangen. Ich wusste es nicht. Vielleicht war es wieder die Festplatte, vielleicht auch nicht. Ich werde jetzt diesmal ein bisschen was kürzer schneiden und alles drum und dran. Beziehungsweise was kürzer machen. Die Aufnahme-Session, weil da habe ich 1,5 Stunden aufgenommen. Da hat er knapp eine Stunde abgebrochen. Das heißt, es wird irgendwie 35 Minuten Bildmaterial. Tonspur war da, aber kein Bild. Und das ist das Problem gewesen. Deswegen jetzt hier nochmal ein Neustart mit einem etwas anderen Team, was ich mir ein bisschen im Kopf gedacht habe. Wir werden den gleichen Starter nehmen, aber das Team wird ein bisschen anders aussehen. Ja, schauen wir mal, wie wir jetzt durchkommen. Ich werde wieder den männlichen Charakter spielen hier. Ja, und wir versuchen es nochmal. Wurmt mich, ärgert mich, weil er eigentlich relativ gut dabei war, aber irgendwie wollte er dann doch nicht. Ja, hoffe ich, dass alles passt. Ich will, wie gesagt, gucken, dass ich jetzt irgendwie um eine 50 Minuten, 55 Minuten Aufnahme dazwischen bekomme, dass diesmal alles passt. Wenn das diesmal wieder nicht passt, dann muss ich es leider komplett abbrechen, irgendwas anderes machen. Und ja, in meinem schlimmsten Fall darf ich mir ein neues Aufnahmegerät kaufen. Ich hoffe, dass soweit alles passt mit dem Ton, oder mit der Aufnahme. Ja. So. Genau. Mein Name. Und dann geht's jetzt hoffentlich los mit Pokémon Schild und hoffentlich einer etwas funktionierenden Aufnahme. So, Registrierung ist abgeschlossen und jetzt geht's los. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in der Welt der Pokémon. Die Galar-Region ist ein wunderbarer Ort voller unberührter Natur und bezaubernder Städte. Ein fantastisches Fleckchen Erde, auf dem wir in Einklang mit zahlreichen Pokémon leben. Genau. Und diese Pokémon hier geht es. Wundersame Lebewesen, die aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind. Ob in den Tiefen des Meeres, in Weiten des Himmels oder in den Häuserklüften der Städte. Pokémon leben überall um uns herum. Manche Menschen wetten miteinander, indem sie Pokémon, die sie trainieren, im Kampf gegeneinander antreten lassen. Wir kennen sie alle als Pokémon-Trainer. Damit werden wir gleich starten, unser Abenteuer. Oh, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rose. Und ich darf Ihnen noch den allerstärksten Pokémon-Trainer von Galar präsentieren. Liebe Leute, hier ist der Champ, Delion. Verabschiede dich schon mal von deinem Spitznamen, Delion, der Unschlagbare. Das hättest du wohl gerne. Ich kann dir hier doch nicht. Lurak, Dynamax. Das ist Dynamax, das werden wir dann nach und nach kennenlernen. Und wie gesagt, herzlich willkommen nochmal zu einem Neustart von Pokémon Schild. Also ich hoffe, dass soweit alles passt. Und das ist ein Volley. Und langsam startet unser Abenteuer. Ein neuer Tag beginnt. Der Tag, an dem wir endlich zum Pokémon-Trainer werden. Hier in der Galar-Region, die übrigens auf England aufgebaut ist, also Großbritannien. Ja, ich habe die Story selber schon ein paar Mal durchgespielt. Oder zweimal, dreimal, irgendwie sowas. Zwar nicht zu 100% die Hauptstory halt nur. Aber wir werden heute alles erkunden, auch die ganze Nebenstory und alles drum und dran und was dann da so passiert. Aber das ist alles nach und nach. Und wie gesagt, ich hoffe, dass alles weit passt. Ich freue mich drauf auf jeden Fall, weil ich bin absoluter Fan von Pokémon und seit auch Anfang an, 95, angefangen mit Pokémon Rot. Das war meine erste Edition. Mein erstes Pokémon damals zumindest war Shiggy, was ich damals genommen habe. Ich bin damals immer Fan davon, die Feuerstarter zu nehmen, weil die halt mehr oder weniger am schwersten sind.
Aber cool. Ich freue mich drauf, mit euch die Gala-Region zu erkunden. Hey Kev, was machst du denn da? Ist das ein neues Smartphone? Ja, sehr cool. Hast du den Schocker von meinem Bruder gestern mal angeguckt? Ja, haben wir eine Einleitung gesehen. Ja, hoffentlich hast du seine Blu-Rock-Pose mitgemacht, um ihn anzufeuern. Nö, liegt ja nur rum. Ach ja, nicht. Oh, was machst du denn, Hopp? Ist heute nicht der große Tag? Genau, heute ist es soweit. Ich wollte nur schnell Kev abholen. Das wird sich ja sicher später noch ansehen. Ich nehme sowieso alle Kämpfe von meinem Bruder auf. Also komm, lass uns gehen. Ach ja, ich denke an deinen Beutel. Ich staube mich in einen Mitbringsel ab. Ich warte draußen auf dich. So. Genau, wir wollen unseren Beutel mitnehmen. Der steht in unserem Zimmer. Hier gibt es übrigens auch keine Türen. Außer ja, doch ein paar. Eine. Außer die Eingangstür. War cool eingerichtet, die Wohnung auf jeden Fall. Ich finde das ziemlich merkwürdig, dass es keine Tür gibt. Privatsphäre und so. Ja, genau. Die weist es auf hin. Also wir können nicht rausgehen, ohne den Beutel mitzunehmen. Und das machen wir jetzt auch schnell noch. Der ist nämlich hier und die Mütze. Und du schnappst dir den alten Beutel deines Papas. So. Also Abenteuerfiebe. Mit dem X-Knopf öffnest du das Spielmenü. Wenn du den Spielmenü speichern auswählst, kannst du deinen Spielfortschritt sichern. Außerdem kannst du dir am Spielmenü unter Karte die Landkarte der Region und deinen Zielort ansehen. Mit der Abenteuerfiebe kannst du das wieder zu Rate ziehen. Findest du bei deinen Basis-Items in deinem Beutel. Genau. So, cool, eine Pikachu-Figur und eine Nintendo Switch. Ah, die Pikachu-Figur fühlt sich flauschig an. Genau, was flauschig. Nein, alles gut. So, also dann geht's jetzt los. Unser Abenteuer beginnt. Geht's überhaupt, der auch draußen auf dich wartet? Kein Knospi. Und da ist Hopp, der winkt auch schon fleißig. Der möchte nämlich auch endlich in dieses Abenteuer starten. Wow, was ist das für ein Beutel? Ein größer hast du nicht gefunden, was? Aber wenn mein Bruder uns extra große Pokémon schenkt, bist du natürlich fein raus damit. Was machst du jetzt da? Schau mal, ein Wolli. Was ist denn da? Ich hab Spaß daran, gegen dieses Tor zu rollen und. Ja. Ich hoffe, das ist das Standort. Lass mal schön den Zaun in Ruhe. Der hatte noch nichts getan. So fängt da hinten der Schlimmerwald an. Mit dem Pokémon ist doch nicht zu spaßen. Wolli? Jo. Hoffentlich hast du das begriffen. Aber jetzt zu uns. Lass uns ein Wettrennen machen. Willst du jetzt bei mir zu Hause ankommen? Dann Lamis Viscora. Ein Drachen-Pokémon. Wasserdrach, glaube ich nur. Mit dem Großwald auf dem Rücken hast du keine Chance für mich. Hahaha. Bist du dir sicher? Und das andere Wolli da frei. Geht ihm direkt hinterher? So. Und was möchtest du jetzt von? Egal, ist okay. Da kommen wir gar nicht weiter. Ah, Hopp wartet auf uns. Also der will auf jeden Fall, dass wir vorbeikommen. Gut, dem Gefallen tun wir uns auf jeden Fall. Tun wir ihm auf jeden Fall. Und scheinbar wohnt er hier. Ich bin wieder da, Mann. Hallo, Hopp. Oh, okay, wir sind auch dabei. Wie schön. Hey, Moment mal, wo ist Telion? Und das ist noch nicht da, wie du siehst, du, deine Ungeduld. Ja, der ist sehr ungeduldig auf jeden Fall, aber auch mega aufgeregt auf jeden Fall. Klar, weil wir sind angehende Pokémon-Trainer. Da ist man, kann man durchaus mal ein bisschen aufgeregt sein. Ah, dann kann ich ihn besser abholen. Der hat einen schrecklichen Orientierungssinn, bei dem weiß man nie, ob er den Weg findet. Das hast du leider recht. Wenn du ihn abholen könntest, hätte ich eine Sorge weniger. Du hast meinen Großbruder immer noch nicht kennengelernt, stimmt's? Das müssen wir unbedingt ändern. Komm, lass uns zusammen nach Bestbury gehen. Ich warte draußen auf dich. Okay, wir dürfen nicht weiter. Oh cool, die haben irgendwie ein Haustier. Hund, Katze. Gucken uns mal gerade hier um. Eine Katze, okay. Das war ein. Das ist, Felino nicht. Irgendwas so ähnliches auf jeden Fall. So. Da ist der Gute. Alles klar? Los,
Aber pass auf, dass du dem hohen Gras nicht zu nahe kommst, okay? Du weißt schon, das lauter wilde Pokémon. Ich habe jetzt einen Glück von Wolli, falls mich eines der wilden Pokémon angreifen sollte. Das ist völlig wehrlos, wenn nur kein Pokémon ist. Also perfekt von dem hohen Gras. Gut. Muss man auf die Zeit achten. Das war nicht so lange machen, wie gesagt, so viel müssen wir heute nicht machen. Also da kommen wir gar nicht weiter. Ich würde gerne eigentlich das Item da rechts einsammeln. Aber scheinbar bleibt es noch ein bisschen verwehrt. Dann müssen wir da zu einem späteren Zeitpunkt hin. Der ist ziemlicher Aufruhr und da steht ein Glurak. Und Delion steht auch da. Ah, okay. Ich würde sagen, ganz unbegründet ist es nicht, dass da Glurak rumsteht. So. Hallo Brassbury, euer Champ Delion ist wieder hier. Was für ein Empfang. Es gibt eine neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Champ, es ist wirklich. Delion ist hier. Du und dein Glurak, ihr seid einfach unschlagbar. Ah, danke, danke. Sind ihr auch fest eure Pokémon? Ich hätte fest darauf, dass du mich mal eines Tages Kampf herausfordert, um mal vielschaltig zu machen. Ah, na klar, ist doch Ehrensache. Du bist schließlich unser Vorbild. Wir sind fleißig am Trainieren. Genau, also ich glaube, der Glurak wäre meine Pokémon, bestimmt nie. Mein Glurak ist ja mächtig, das ist wahr. Aber auch andere Pokémon haben ihre ganz eigene Stärken. Und genau deshalb will ich gegen die allerbesten Trainer unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass die Trainer gar aufeinander wachsen. Und dass sie alle gemeinsam wahre Stärke erlangen. Genau. Ja, Glurak können wir leider nicht. Also Glumanda können wir leider erst quasi nach der Hauptstory, da können wir es kriegen. Dementsprechend wird es Kalada kämpfen. Ich würde sonst gerne ein Team nehmen, aber ein anderes Feuer-Pokémon wird definitiv den Weg wahrscheinlich zu uns ein Team nehmen. Aber wer ich es im ersten Teil noch nicht gesehen hat, der weiß es, aber wer jetzt hier neu erst eingestiegen ist, der muss sich rein mit Männchen gedulden. Hey Bruderherz. Ah, hopp. Was meine ich, mein größter Fan ist, der mich da drüben abholen kommt. Ansehen. Mann, bist du groß geworden. Das sind gut 3 cm mehr. Ha, gut geraten, dein Nicken geht wirklich nicht. Aber es wundert sich ja hier kein. Wem gehört dieses leuchtende Paar Augen? Halt, sag nichts. Hat mir schon alle von dir erzählt. Mein bester Verkenner. Ich muss Kevs sein. Ich bin Delion, der amtierende Champ und somit der allerbeste Trainer Galas. Meine Fans sehen mich deshalb auch. Delion, den Unschlagbaren. Na warte. Spätestens wenn du gegen uns antreten musst, wird das nicht passieren. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich auch, also ein riesiger Glurak-Fan. So, ich wohne auch neben Raichu und mein Lieblings-Pokémon. Genug, Quatsch, die zwei. Jetzt machen wir erstmal ein Wettrennen zu unserem Haus. Und sein Wettrennen. Man muss es sich anmessen. Wenn ihr doch nur einen ebenbürtigen Rivalen hätte, das würde ihm bestimmt dabei helfen, dein Potenzial voll auszureizen. So, Freunde, ich muss weiter. Bis zum nächsten Mal. Auf das Champion. So. Also, jetzt spannst du länger auf die Folter, wo ist das versprochene Geschenk? Oder hast du das etwa vergessen? Keineswegs, ich bin ein Mann meines Wortes. Wenn ihr die allerbesten sein wollt, braucht ihr auch die allerbesten Pokémon. Ich will, dass ihr stark werdet, deshalb habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Hm? Okay. Das war eine Kleine, zeig den beiden, was in euch steckt. Das Pflanzen-Pokémon Chimpet, das Feuer-Pokémon Hoplo und das Wasser-Pokémon Mermion. Das sind... Einer von denen wird unser neuer Begleiter werden hier auf dem Weg durch die Gala-Region, wie er für den ersten Teil, wie er weiß, welches ich hier definitiv nehmen will. Dann noch ein kleines Momentchen Geduld. Ach Gott, das war eine kleine Minion. Klug gespielt, komm bitte mal wieder her. Und für welches Pokémon entscheidet ihr euch? Schwierige Entscheidung. Ich werde jetzt auch nur Gala-Pokémon ins Team genommen.
Also neue Pokémon. Klar, neue Generation. Generation 8. Dementsprechend noch neue Pokémon. Bitte zuerst, ich habe ja schon einen Volley. Pflanze, Feuer oder Wasser? Die große Wahl. Für euch, welches habt ihr euch denn eigentlich so entschieden? Wisst ihr was? Ich habe ja gesagt, ich nehme das gleiche wie aus der ersten, beim ersten Versuch diesmal. Deswegen würde es Hoplo sein. So. Du hast dich für Hoplo entschieden. Möchtest du dem Hoplo einen Spitznamen geben? Nein, möchte ich nicht. Hoplo wurde in unserem Team aufgenommen, wunderbar. Also haben wir ein neues Feuer-Pokémon. Und das ist. Wie gehört Hoplo? Ah, du hast ja also Hoplo ausgesucht. Gute Wahl. Dann entscheide ich mich für Chimpep. Also, wir werden es beim Training so richtig reinhängen, okay? Ich will nämlich der nächste Champion. So, Wally begrüßt Chimpep. Ha, das habe ich mir schon gedacht. Deshalb habe ich nicht nur dir, sondern auch Kevin Pokémon zu. So könnt ihr miteinander wetteifern. Das ist die beste Methode, um stärker zu werden. Und wer weiß, vielleicht schafft es ja irgendwann so gut wie ich zu werden. Mimion, bleibst du alleine? Zurück? Nein, natürlich nicht. Mimion geht in die Hand von Delion. Und das ist cool, dass, wie gesagt, das erste Mal, dass alle drei Starter unterkommen. Das ist normalerweise nicht so der Fall. Also noch zwei und eins übrig. Aber hier werden zum ersten Mal alle drei Starter an drei Charaktere vergeben. Du hast schon irgendwas zu essen gefunden. Das ist mein Job normalerweise. Meine Freundin liegt gerade. Ja. Yeah. Natürlich. So. Am nächsten Tag. Kennst du überhaupt? Du bist gestern bestimmt in die Puppen wach geblieben, um mit deinem neuen Pokémon zu spielen. Stimmt's? Ich finde, dir kommt schon richtig gut miteinander aus. Und ab, Bruder Herz. Kevin Hoplo haben sich auch schon angefreundet. Klar. Sehr schön. Kannst du dir vertrauen, dass das auch ein Vertreter seiner Pokémon. Haltet immer den Glauben aneinander, gebt nie auf und kämpft, kämpft, kämpft. Und dann werdet ihr irgendwann zu meinem würdigen Rivalen. Hallo? Schaut sich mir bei ihn dabei jetzt an. Wenn hier mal der Rivale wird, dann wohl ja wohl ich. Na warte, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Obwohl diese Kämpfe und nicht Rivalen. Kampf darum, wer dein Rivale sein darf. Das sind wahrscheinlich der Trainer. Wie du weißt, wir haben Pokémon nicht für Leinenjacke. Das heißt, wir müssen unsere Pokémon trainieren und in Kämpfen bestreiten. Moment mal. Habe ich es verdient, haben euch falsch euch zu Trainer zu nennen, entscheide ich. Um es herauszufinden, bin ich, dass sie gegeneinander kämpft. Wie sieht's aus? Bist du bereit für den ersten richtigen Pokémon-Kampf deines Lebens? Ja, aber sowas von. Also, kommt dann eure Pokémon, schießt ins Herz und auch für eine, euch für immer gut um sie. Irgendwann entwickelt ihr dann ein Gespür dafür, welche Attacken das Beste aus ihnen herausholen. So manche Kämpfe, also machen Kämpfe auf jeden Fall. Denkt wieder Spaß. Gut, wir haben unseren ersten Kampf tatsächlich gegen unseren Rivalen. Also, seid ihr in eurem Pokémon bereit für den Kampf? Dann lass es mal krachen. Ich habe den einzigen Kampf mal gut ausgesehen. Ich kann alle Zeitschriften und Bücher, die er in seinem Zimmer hat, in- und auswählen. Das will ich gar nicht wissen, wenn ich hier bin. Naja, mir macht das keiner was vor. Ich weiß genau, wie man einen Pokémon-Kampf gewinnt. Los geht's. Hauptforderung ist heraus. Und er hat zwei Pokémon. Das war Volley und den Starter. Wir haben also nur ein Pokémon. Ist ein bisschen unfair, aber ich kriege das schon irgendwie auf die Reihe. Auf den Pokémon-Kampf. Zwei Pokémon. So, das ist etwas männlich. Das ist gut. So, mal die Zecke rein. Wir greifen einfach die Zecke an, aber ich hätte das Blut noch, ne? Ich hätte eigentlich unsere Spezialität. Ne, Zecke ist heute, okay. Ich hab Blut noch gar nicht. Gut, wir kriegen. Wurde ich trotzdem K.O. getackelt. Und wir erreichen Level 6. Und jetzt haben wir Blut dabei. Ja, nicht so schnell, ich habe noch einen Ass im Ärmel. Also das wird jetzt das große Problem werden. Sonst sollte uns die neue erlernte Attacke auch ziemlich unterlegen sein. Okay. Ja, natürlich weiß ich schon Bescheid. Feuer ist gegen Pflanze effektiv, Pflanze gegen Wasser und Wasser gegen Feuer. Das ist ganz simpel erklärt eigentlich. Also gerade jetzt für den Starter.
Obwohl jeder seine Starter seine Vorzüge. Also den Pflanzenstarter fand ich jetzt nicht so den Bringer. Also der Wasserstarter, ja. Ist auch nicht böse. Die kann man auch nutzen. Und halt auch den Feuerstarter. Mit dem kann man halt das Anfang begehen. Das heißt, wenn wir mit dem Wasserstarter dann im Pokémon Schwert weitermachen. Danach quasi gleich. Wenn das hier alles so funktioniert, wie ich das kennen möchte. Aber jetzt ich mal einige Pokémon, die sich jedenfalls ziemlich für einige Galar-Pokémon ziemlich, beziehungsweise in Regionalform. Insgesamt jetzt gleich zwei von lernen, zwei im Team landen. Das wissen wir auf jeden Fall jetzt schon, aber jetzt schauen wir mal. Über was hast du geregelt bekommen? Das ist so nett hier. Deshalb würde ich gerne mit etwas für das Hauptrivale wirst, damit ihr einander wächst und gemeinsam stark werdet. Ich will noch viel, viel stärker werden. Was hast du, Bruderherz? Bin ich bereit für deinen ersten Arena-Kampf? Puh, du musst keine halben Sachen. Du musst also an der Arena-Challenge teilnehmen, dem größten Turnier Galas? Wenn das so ist, dann solltet ihr euch zuallererst wieder wissen, ob Pokémon aneignen. Vor allem du, Kev. Du bist eigentlich mal ich. Ich weiß, glaube ich, mehr als genug, wie ich bin. Ich habe vorhin gesagt, ein Pokédex. Ein Pokédex wird euch helfen, die Stärken und Schwächen eurer Pokémon zu verstehen. So gesehen ist ein Pokédex nicht bloß mit Daten, sondern auch mit der Liebe eines Trainers zu seinem Pokémon gefüllt. Steht hier. Mein Bruder sagt, dass echte Trainer sowas brauchen, dann ist das auch so. Ich habe mir gleich ein Pokémon-Level vorbei, um ein Pokémon abzugreifen. Ich mag deine Tyrosee als Musop. Okay, dann so ein Bescheid, dass ihr kommt. Mein Traum ist es, der nächste Champ zu werden. Den Pokédex kriege ich bei links verständlich. Normalerweise ist das immer die große Aufgabe in einem Pokémon oder Pokédex zu verständigen. Das werden wir nicht als Hauptaufgabe stellen. Wir werden halt quasi die Region bereisen und die Haupt- und Nebenstory spielen. Ja, das ist unsere Aufgabe. Es wird genug zu tun sein. Ich freue mich auf jeden Fall mit euch das ganze Ding anzugehen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass alles weit klappt mit der Aufnahme. Und dann können wir halt gemeinsam durch Galar reisen. Du sollst auf deine Mutterschaft sein, dass wir ein Pokédex holen gehen. Genau, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann.